Drei Taschen voll. Das hat aber auch Spaß gemacht, ich konnte mich auch nicht entscheiden. Können wir bitte mal über dieses Bettchen reden? Wie cool ist das denn? Möchte das für Juna haben, sobald sie laufen kann. Wir wollen jetzt noch diese Mütze hier mitnehmen. Voll die süß. Marke hat uns echt ein bisschen angetan. So, mein Schatz, ich mach mich los. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Danke, ich liebe dich. Mhm. Tschüss, mein kleiner Schatz. Heute Juna-Papa-Tag? Ja. Ist heute Juna-Papa-Tag? Yay, Freund, super! Sie ist müde. Sie ist müde. Okay, heute kein Klatschen. So, ihr Lieben, an meiner Seite. Ich muss erst mal Hallo sagen. Hallo! Herzlich willkommen, liebes Team Tapia, zu einem neuen Video. In diesem Video seht ihr wieder die liebe Laura an meiner Seite. Mich? Wir gehen Babyshopping. Ja. Bei dir ist und es. Ich freue mich so. Guckt euch mal mein langsam Bauch. Kurz vom Platz. Ich explodiere. Ich bin im Wachstumsschub. Ne? 30. Schwangerschaftswoche, ne? 31. 31. Ja, jetzt geht's los. Krass. Ja, auf jeden Fall braucht sie einiges zur Baby-Erstausstattung. Bei mir ist es noch nicht so lange her. Du hast noch alles, ne? Ich hab alles. Ja. Ich hab gar nichts mehr. Kein Anstellbettchen, kein einzigen Body. Ich hab nichts mehr. Ich hab alles rigoros ausgemistet beim Umzug. Das bedeutet, wir müssen heute viel shoppen. Aber erstmal holen wir uns eine kleine Stärkung. Ja, definitiv. Wir brauchen was zu essen. Kaffee. Los geht's. Und Essen. Zwei große Latte Macchiato zum Mitnehmen. Schwangere kauft noch ein bisschen für später ein. Später, genau. So, wir können hier das jetzt alles getragen, Laura. Oh, das sieht gut aus. So, wir sind jetzt in der Innenstadt angekommen. Wir stehen jetzt fast vor Babywalz. Da geht's jetzt rein. Maske rauf und losgeschoppt. Eingekauft. Karte raus. Karte raus. Karte vom Mann, ne? Ja, so gehört sich das. Genau. Was brauchst du denn alles? Ich brauche alles. Vom Anstellbett über den Body. Ich habe gar nichts. Gar nichts mehr. Nicht mal Schnuller. Und? Naja, ich finde beides neutral, ne? Ja, finde ich beides sehr, sehr süß. Ich liebe ja Mint, ne? Ich finde Mint total schön. Ja. Doch, die sind sehr schön. Ich liebe Mint auch. Oh, das ist toll. Ja, ne? So süß. Finde ich auch. Ach, da werden bei mir auch noch mal richtig Erinnerungen. Das ist krass, ne? Mhm. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Mich wird das wieder, ich habe ein Baby bekommen. Wo kommt das denn her? Echt, man realisiert das immer erst. Ja, spät, wenn man dann zu Hause ist und wirklich irgendwie so, ne, wieder voll eingebunden ist. So, wir sind jetzt hier gerade bei den Bodies angelangt. Davon braucht man gerade zu Anfang einige, weil die werden gerne voll gespuckt. Dem ersten Monat, aber wir brauchen 54 hier... Und ich würde noch ein paar in 50 kaufen. In 50. Weil wenn es doch wieder früher losgeht, dann, ne, hier ist 50. Aber ich finde blau-weiß gestreift, kann man immer machen. Ja, Juna hat auch blau-weiß gestreift. Blau total schön. Das ist ja auch sehr Mädchen. Unisex, ja. Ja, finde ich auch. Manche sind da ja, dass sie sagen, nee, das finden sie blöd, aber ich mag das total gerne. Auf jeden Fall. Boy steht hier drauf. Das gibt's doch gar nicht. Auf Albern. Was hast du im Gefühl? Was wird's? Ich habe einen Wunsch. Das darf man ja nicht sagen, ne? Also Hauptsache gesund. Nein, ich habe gar kein Gefühl, ehrlich gesagt. Und ich liege auch immer falsch. Also immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, bei meiner Großen dachte ich, es wird ein Junge, wird es ein Mädchen. Es war immer andersrum. Also von daher, ich sage lieber gar nichts. Fun Fact, ich dachte ja damals bei Juna tatsächlich, dass ich einen Junge bekomme. Und es war auch genau das Gegenteil. Es wurde ein Mädchen. So Leute, das ist jetzt Größe 44. Da hat mein Sohn nicht mehr reingepasst, als der geboren wurde. Das ist tatsächlich noch kleiner. Das ist Mini. Die, wenn ich das jetzt sehe, denke ich... Der soll da reinpassen. Ja. Was? Hat die nicht gepasst? Juna war ja auch sehr klein. Die war wirklich sehr klein. Die war zierlich. Ja, und ich hatte ja alles. 2970. Ja, guck mal. Die war sehr zierlich. 2,1 gewogen. Boah, krass, ja. Ja. Mhm. Ja, es war zu. Ja, und ich hatte tatsächlich zu wenig in Größe 50. Ich habe ja alles in 56 gekauft. Wer hat's gesagt? Ja. Es hieß damals zu mir, kauf alles direkt in 56, weil dein Baby wird wahrscheinlich größer sein. Auch die Ärzte haben es ja alle größer geschätzt, Juna. Ja, und dann letztendlich ist sie in jedem Teil geschwommen. Und dann musste ich mir erstmal noch ein paar Sachen in 50 besorgen. Also, aber da ist halt auch jedes Kind super, super unterschiedlich. Hier, Laura hat hier gerade ein neues Objekt der Begierde entdeckt. Mützchen. Ich finde die Farbe aber auch tatsächlich super süß. Ich finde das süß. Kann man für Jungen und für Mädchen passt machen. Für beides, ne? Niedlich. Und schön gefüttert, ne? Eben, ja. Das ist cool. Das ist super, gerade für den Anfang. Da haben die Mäuse sowieso. Finde ich auch. Noch immer so einen nackischen Kopf. Ja, und gerade wenn man dann viel draußen ist, ne, oder viel in der Trage unterwegs ist, dann brauchst du halt auch eine gute Mütze. Ja, das stimmt. Ist so. So, wir sind hier gerade bei so flexiblen Babybadewannen angekommen. Haben auch viele von unseren Patientinnen diese von Stocker, diese flexible. Aber das Kind, was da drauf sitzt, das ist halt auch kein Baby mehr, ne? Guck mal, das kann schon sitzen. Nee, das kann schon sitzen, ja. Ja.
Ja, wir haben immer tatsächlich im Waschbecken gebadet. Und dann bin ich irgendwann, wenn das Wochenbett vorbei war, weil ich super gerne baden gehe mit den Kids immer in die Badewanne. Das fand ich immer total schön. Ich glaube, ich würde die auch wieder so machen. Wir haben Juna ja auch im Waschbecken gebadet. Schreibt du da draußen doch mal in die Kommentare, wie habt ihr eure Kinder gebadet? Habt ihr das Waschbecken benutzt? Habt ihr euch extra eine Wanne gekauft? Schreibt's in die Kommentare. Wir wollen jetzt noch diese Mütze hier mitnehmen. Voll die Marke hat uns echt ein bisschen angetan. Ja, die machen halt schöne Stoffe einfach, ne? Das ja, ist niedlich. Absolut, absolut. Ich nehme das hier noch für Juna mit. Das ist nämlich so eine schöne Strickjacke, ganz easy, zum, wenn wir sie tragen wollen. Dann ist es nämlich nicht so cool, wenn sie so eine dicke Jacke trägt. Wir haben jetzt hier gerade so eine Babydecke. Finde ich auch immer gut, wenn die so elastisch sind, wie man die Kinder da super drin einpuppen oder einwickeln. Ja, die ist das auch ist wieder schön. So mint, das ist wieder neutral. Und wer sagt eigentlich, dass Blau nur Jungs benutzen dürfen? Ich finde Blau also super für Mädchen auch. Ich trage auch ab und zu mal Blau, ich trage eine blaue Hose. Aber auch das hier finde ich total süß, das ist auch wirklich niedlich. Kann ich das, weil ich will ja ein Anstellbett, damit ich das Mäuschen rüber und zurückrollen kann nachts. Ach so, das heißt, ich glaube, man kann das nicht halbieren. Ja, aber guck mal, sieht doch hier so aus, wenn man das offen lässt. Ja, aber die Matratze kann man ja nicht halbieren. Ach stimmt, ja, das ist, hast recht. Ja, ne? Ja. Dann musst du schon. Das ist, glaube ich, extra. Das ist ein Babybett. Ja, das ist ein Babybett. Das fand ich ja damals auch so toll. Das ist unten halt cool, ne? Siehst du, Reisebett. Reisebett brauchen wir für Juna auch mal noch ein großes. Wir haben nur so ein kleines momentan. Das sieht auch cool aus. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit Beistellbetten in die Kommentare schreiben. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall helfen. So, wir befinden uns jetzt bei Babyladen Nummer 2. Und zwar heißt das Ganze Kind der Stadt hier in Hamburg. Und sieht aus. Ja, der sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Und da marschieren wir jetzt als nächstes rein. Sind wir mal gespannt, was wir hier noch finden. Ja. Laura hat auch direkt schon was gefunden. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh mein Gott. Das war cool. Karl hat leider schon einen Bademantel. Aber gibt es nur in rosa und in blau. Also. Aber für Juna wäre das was. Ich habe schon einen Bademantel tatsächlich. Der ist auch rosa und weiß. Schande. Aber die Sachen finde ich ja auch cool. So Holzspielzeug finde ich auch immer ganz, ganz aber du weißt ja, toll. Die bunten Sachen. Ja, das stimmt. Junas neuestes Lieblingsspielzeug ist ein Kugelschreiber, also von dem her. Ja, alles was und Klorollen sind bei uns zu Hause auch ganz hoch im Kurs. Die sind auch süß. Was ist das? Das ist eine Decke. Oder ist es ein Pucktuch oder was? Kannst du, für beides, ne? Für beides. Das ist süß. Oh, die ist süß, ja. Okay, gekauft. Jetzt geht's schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oder der hier auch schön, ne? Der Elefant. Weißt du, was habe ich gesagt? Spannende Sachen hier auf jeden Fall. Mützchen. Allein schau dir mal diesen Kleiderständer an. Aus Holz. Cool gemacht. Ich finde auch so helle Sachen immer niedlich, ne? Und was ich auch gerne mag, niedlich ist so sind grün, helle ne? Sachen, aber helle Sachen sind immer unpraktisch. Das stimmt, da hast du recht. Aber so grün mag ich auch. Das finde ich auch schön. Ja, ich liebe das ja sowieso. Was ist das? Das ist auch cool. Hier, schau mal, das ist so oder? Für in die Wickeltasche, glaube ich, so ein Beutel. Ne? Oh, die finde ich auch süß. Die würde ich mir fast selber kaufen mit Ohren. Mach doch. Kann ich als Mitte-20-Jährige mit Ohrenmütze rumlaufen? Man darf weiß es nicht. Du. Kann man sowas auch nehmen? Ich mag solche Farben, auch wenn klar, es kein das Mädchen ist schön, das ist so Taupe. Ja, eigentlich so. Naja, es ist schon ein bisschen mehr rosa, ne? Taupe. Ach, was, das nennt sich so die Farbe? Taupe? Ich mag auch das. Ich finde der Deko. Schau mal hier. Das ist geil. Ja, toll. Können wir bitte mal über dieses Bettchen reden? Oh nein, guck mal hier. Es ist so süß einfach. Ich glaube, ich brauche noch mal ein Kind. Juna. Schatz, wenn süß. Du das hörst. Das Bett hat es mir angetan. Voll schön. Die Decke hier. Die ist schön dick, ne? Mhm. Aber ich finde, die ist auch unisex. Die kann man gut ja, nehmen. Ja, die ist traumhaft schön. Laura hat sich ein bisschen in die Spieluhren verliebt. Ja, weil die Farben sind cool. Das sehen die halt gut, ne? So Glitzerkrams und alles, was intensiv ja, ist. Aber die sehen das hier nur von unten. Also quasi dieser Blick. Richtig, aber das hängt so zur Seite, ne? Wie wäre es mit dem Kollegen hier? Das sieht aus wie Sid von Ice Age. Ja. So, ich muss euch jetzt hier mal nochmal diesen Flitzer zeigen. Wie cool ist das denn? Ich möchte das für Juna haben, sobald sie laufen kann. Kann man auch schieben. Voll süß. Die Pedale. Einige Stunden später. So, wie lange wart ihr jetzt weg? 4 Stunden? Oh, wir haben uns Zeit gelassen, ne? Ja. Wir haben erstmal noch sagen, wir müssen mal drei, getrunken. Schon voll genervt, ja. Drei Taschen, ja. Voll. Es hat aber auch Spaß gemacht, ich konnte mich auch nicht entscheiden.
Ich sehe schon. Ich glaube, das zeigen wir jetzt gleich mal im Einzelnen. Zeig das bloß nicht. Oh, June hat auch schon was gefunden. Zeig das bloß nicht, Sascha. Warum? Ja, weil ich mit seiner Kreditkarte bezahle. Tudum. Danke, Schatz. Dieselben Ketten sehe ich gerade, ganz ne? Ganz genau. Ja. Ganz zufällig habe ich Juni die geschenkt zu Weihnachten. Aber ich finde die so schön. Stehen da wenigstens unterschiedliche Namen drauf? Ja, ja, von meinen Männern. Das war ein Scherz. Was habt ihr hier alles liegen? Erzählt mal kurz. Einiges hat Laura eingekauft. Aber guck mal, alles neutral. Mal was Blaues, mal was Rosanes, weil ich es einfach schön finde. Kannst du mir mal nee, weil du nicht Rosa. Weißt, ob du ein Mädchen oder ein Junge Nein, bekommst. Aber auch, weil ich mag gerne diese Pastelltöne. Die mag auch sehr gerne Spieluhren. Ja. Wir haben eine. Du bist ein Lügner, ihr habt nicht eine. Wollen wir rübergehen? Wir haben eine. Echt? Ja, warte mal, ich zeig dir mal. Wo ist sie? Das ist unser kleiner Ruffy. Genau, das ist Junas Ruffy. Eigentlich ist das Junas Ruffy. Ja, Odensach. Davon haben wir sogar ein Video, wie wir den geshoppt haben. Ne? Das war das Erste, was wir gekauft haben. Tatsächlich. 15. Woche, glaube ich. Also. Ja, ich mag Spieluhren und ich finde die auch schön, wenn wir die ein bisschen verteilen können. Eine im Anstellbett, ja, eine stimmt, im Laufstall. Ja. Und dann kannst Laura du hat ja ein Haus, da braucht sie auf jeden Fall eine für oben, eine für unten. Eine für unten. Eine für den Kinderwagen oder so. Ja, wir haben ja keinen Kinderwagen. Psst. Oh. Warum? Warum wir keinen haben? Weil wir nur getragen haben letztes Mal. Dann haben wir uns gar keinen gekauft und ich glaube, diesmal kaufen wir auch. Wo wir auch schon bei der Trage sind, die wir gekauft haben. Und zwar haben wir, wie vorhin erwähnt, die Ergo-Babys. Keine Werbung an dieser Stelle. Ist die gut, Laura? Keine Werbung an dieser Stelle, ja. Ich habe die tatsächlich von meinen Patientinnen mir abgeguckt. Echt? Da kaufen die jetzt gerade viele, weil die nicht so teuer ist. Die gibt so im mittleren Preissegment. Das kostet die 60 Euro, glaube ich. Ja. Und die ist aus so einem Softshell-Stoff, so Tragetuchstoff-mäßig. Ja, wie unsere ein bisschen. Ja, ist unsere auch. Genau, eben. Und man kann es hier aber trotzdem auch kleiner stellen. Ja. Und es ist halt relativ, ja, man kann es nicht so tiefer stellen, aber es ist praktisch und leichtes Handling und ist nicht so schwer. Mhm. Und da wir die andere von Ergo Baby haben, die größere für meinen Mann, dachte ich, ist die für mich eigentlich ganz cool. Da müssen wir auch nicht immer hin und her stellen. Und ich mag es, wenn es ein bisschen leichter ist. Aber ich habe auch ein Tragetuch, damit habe ich letztes Mal super viel getragen. Werde ich sonst auch noch mal rausholen. Wir haben auch das habe ich auch noch. Wir haben eine Trage und ein Tragetuch. Ja. Und wir tragen Juna bis heute noch. Ja, ich habe meine auch super lange immer getragen. Ich finde das auch schön, auch wenn die krank sind, später einfach rein da und du hast die Hände frei, ne? Und die pennen und alles ist gut. Ja. Super. Super. Ja. Dann hier so ein paar Outfits, ne? Zwei Mützchen, zwei schöne. Wir fanden dieses Mintgrün unglaublich das schön. Das passt hier auch zu diesem Set dazu. Das ist sowieso sind alles so Erdtöne auch, ne? Das sind deine Farben, oder? Total. Ich liebe Erdtöne. Ja. Und dann eine dickere Decke, eine dünnere Decke. Und alles. Auch für jeden Stockwerk und jeden Raum. Drei Decken gekauft. Nein, eine dickere, wenn wir doch einen Kinderwagen haben sollten. Und eine dünnere zum Einpucken. Ich finde das immer ganz schön, wenn die so eingepuckt auch mal schlafen, die erste Runde der Nacht oder so. Absolut, absolut. Dann hier noch so ein Strickjäckchen, so ein etwas dickeres. Ne? Kann man auch auf jeden Fall immer brauchen. Haben wir für Juna auch viel gehabt. Ein Body. Zwiebellook, ne? Das lohnt sich. Genau, noch eine süße Mütze hast du hier. Genau. Das ist doch eigentlich auch fürs Baby, ne? Oder? Das ist fürs Baby. Nee, ist für Laura. Nee, ist für mich. Genau, das war auch noch fürs Baby. Und Söckchen hast du noch geholt fürs Baby. Süß. Der Rest ist auch noch was für die Große. Aber wenn ich da noch erinnere. Wobei, Juna, passen deine Füße da rein noch? Ich glaube schon, oder? Das ist für die Großen, hast du da noch was geholt, ne? Ja, wenn man schon mal unterwegs ist, muss man das ausnutzen, ne? Also Handschuhe, Mütze brauchst du ja immer. Und einen neuen Rucksack! Dass sie sich nicht benachteiligt fühlen, ne? Ein dicker Rucksack? Für deinen Kleinsten, ne? Der ist Kleinsten, im für den Kindergarten. Ist das zu klein für einen dicker Rucksack? Ist ein Kinderrucksack. Keine Ahnung, ich hab's nicht da. Den kann Karl mit in den Kindergarten nehmen. Kriegt den Kindergarten. Ist niedlich, ne? Wenn ich hier losgehe, nehme ich eine Windel und Feuchttücher mit. Ich auch. Und eine Handtasche. Ja. Nein, da werfe ich alles rein. Und noch einen Gefrierbeutel für Dreckwäsche. Dann hast du hier einige Spucktücher gekauft, ne? Also hier so normale Spucktücher in den verschiedensten Farben, auch für beide Kinder schon mal vorbereitet. Und das hier, das ist natürlich auch noch richtig praktisch, so ein großes, das kann man hier unten auch super reinmachen, ne? Da kann das Kind auch mal drauf spucken. Laura hat gerade eben gesagt, das ist ihre Gebärbadewanne. Setz dich mal bisschen rein. Bisschen klein. Ich setz mich rein. Das ist ganz cool, weil dann kann ich das Mäuschen ein bisschen durchs Haus tragen, von oben nach unten. Und die Kinder sehen halt immer, wo das Baby liegt. Ne? Weil gerade wenn du die einfach so frei aufs Bett legst und du hast noch einen Kleinen, unser Kleiner ist ja drei, dann springen aufs Bett oder ziehen an den Füßen oder keinen. Die sehen das Kind nicht. Ne? Habe ich schon ganz oft erlebt, auch mit den Großen. Und deswegen dachte ich, ist eigentlich ganz cool, so ein Korb. Ne? Kannst du mitnehmen ins Badezimmer.
runtertragen. Mhm. Und jetzt kannst du was zu deiner Decke hier sagen. Zu meiner Decke? Das ist eine Krabbeldecke. Ich brauche einen Laufstall für unten und da werde ich die dann reinpacken. Genau. Ja. Fanden wir voll süß hier mit diesem Orange. Das ist ja auch für beides möglich. Und mit den Trotteln voll knuffig, ne? Also man braucht nicht unbedingt einen Laufstall, aber ich hätte gerne einen, weil wir ja einen Hund haben und auf dem Boden bei uns zieht es halt auch ganz gut. Ich habe schon gesagt, da kommen bei mir Erinnerungen hoch. Ja. Schatz, wir hatten so schöne Sachen. Ich hätte direkt noch mal eins haben können. Was? Bitte, was? Ein Kind? Was hat sie gesagt? Das haben wir auf Video. Zwillinge. Du willst noch ein Kind haben? Nach der Hochzeit. Ja. Ah, siehst du. Dann noch ein paar Bodies. Na, Bodies haben wir ja vorhin schon erwähnt, braucht man auf jeden Fall einige von. Guck mal, wie viele Spucktücher wir gebraucht haben am Anfang. Jetzt haben wir so viele, jetzt brauchen wir keins davon mehr. Brauchst du noch ein paar? Echt? Brauchst du noch ein paar? Ja, alles mit. Alles mit. Ich nehme alles. Und eine Bettschlange. Eine Bettschlange. Haben wir auch. Ah, geht's noch, mein Schatz? Oh Gott. Das willst du nicht haben. Das fällt echt aus, als fällt nee, und es gibt jetzt halt auch Beistellbetten für Boxspringbetten. Ja. Das ist halt cool, ne? Dann hast du die gleich auf Höhe. Mhm. Das ist halt. Toll, warum wussten wir das nicht? Ja, ihr habt mich nicht gefragt. Okay. Was ist hier los? Außerdem haben wir das Beistellbett von meinem Bruder geerbt. Und stimmt. Das ist ein Familienbeistellbett. Da hat mein Neffe drin gelegen schon. Dann darf es jetzt auch auseinanderfallen. Dann darf es jetzt am zweiten Baby auch auseinanderfallen. Ja, ja, sehr gut. Also, wir waren fleißig. Das war's, glaube ich. Ja. Ein bisschen was musste ich mir noch aufsparen für meine Tochter, weil die hat gesagt, ich will unbedingt auch noch mal mitkommen. Deswegen Wickelauflage und so weiter. Das drehen wir dann auch noch mal. Da ist die Große dann auch dabei. Ja. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, fleißig abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Johnny, Jordi, Juna und Laura. Hallo, bis zum nächsten Video.